Willkommen zum Q&A. Erstmal vielen, vielen Dank für alle Kommentare, Anmerkungen, für das ganze Feedback, für diese riesen Debatte, die aufgrund dieses Videos passiert ist. Ich freue mich total über alle Menschen, die Feedback geben, gerade auch kritisches Feedback, denn mein Anliegen mit diesem Film war ja auch sehr stark, einen Gesprächsraum zu öffnen. Und ich finde es toll, wenn Menschen darüber reflektieren und ich dadurch auch einfach noch mehr über das Video reflektieren kann, denn ich nehme mich da gar nicht raus. Also vielen, vielen Dank. Einige Kommentare werde ich jetzt vorlesen und nochmal darauf eingehen, weil ich finde es total wichtig, diesen Dialog noch ein bisschen länger zu erhalten. Hier ist der erste Kommentar von Übeltyp. Wir haben offiziell 5 Millionen Muslime in Deutschland. Davon sind angeblich 12.000 Salafisten. Abu Bada hat 3,9 Millionen Abonnenten. Und dann wirft er die Frage auf, sind auf dem Kanal von Abu Bada also 99% keine Salafisten und haben 80% der Muslime in Deutschland Abu Bada abonniert? Und er wirft später noch die Frage auf, sind also 80% der in Deutschland lebenden Menschen keine richtigen Muslime oder haben sie das Abo nur zum Hate-Watchen? Erstmal, also ich finde es ganz, ganz furchtbar, dass Menschen diesen Generalverdacht machen, gerade nach diesem Film. Und ich gehe auf alle Beleidigungen auch nicht ein. Mir ist es einfach total wichtig zu sagen, nochmal, dass viele und die große Mehrheit der Muslime keine Salafisten sind. Die allergrößte Mehrheit. Ich habe das mit Zahlen im Film belegt, die aber nichts mit Abozahlen zu tun haben. So, und warum? Weil ein ganz großer Teil der Abonnenten nicht Muslime sind. Es gibt Atheisten, es gibt Agnostiker, es gibt Christen, es gibt natürlich auch praktizierende Muslime, aber auch nicht praktizierende Muslime. Es gibt auch Konvertitinnen und Konvertiten. Also die Followerschaft von Islam-Content 5778 ist total divers. Und ich finde es einfach wahnsinnig wichtig, darauf einzugehen. Meine Fragestellung zum Thema ist, wie gefährlich oder problematisch können solche Videos für Jugendliche sein? Deswegen habe ich mich mit einem Follower getroffen, für den diese Videos auch eine Rolle im realen Leben spielen und der diese Videos ernst nimmt und sich wirklich darüber Gedanken macht. Ich habe durch meine Gespräche mit Beratungsstellen, mit anderen Followern, die aber natürlich nicht auftreten wollten in der Reportage, mit Präventionsstellen herausgefunden, dass es unterschiedliche Motivationen gibt. Und zu denen gehören sowohl Unterhaltung, theoretischer Wissenserwerb oder eben auch verbindliche Handlungsempfehlungen. Also die Videos einfach so wahrzunehmen, als wären sie bindend. Und genau dieses Verständnis ist ein Verständnis, das für Jugendliche problematisch sein kann. Und es ist einfach wichtig zu wissen, dass das ein Verständnis ist und dass es aber nicht die ganze Followerschaft ist. Dann gibt es hier einen Kommentar von Sel.04. Und seit wann ist Lydia und viele weitere auf der vermeintlich schlimmen Tafel so gefährlich auf TikTok unterwegs? Man muss nur ein, zwei Videos anschauen, um zu verstehen, was für einen Content sie produzieren. Es gibt davon einige Kommentare und ich habe auch das Reaktionsvideo auf TikTok gesehen und ich finde es total wichtig und gut, dass sich Menschen melden, die diese Reportage aufmerksam schauen. Und es hat mir einfach nochmal gezeigt, dass Unklarheiten entstanden sind und ich finde es super gut, dass Menschen dieses Feedback geben, solange es respektvolles Feedback ist. Und mir ist es auch sehr wichtig, darauf nochmal einzugehen, das aufzuklären. Also diese Tafel ist keine Recherchewand, die ein Abbild einer extremistischen Szene darstellt, sondern diese Recherchewand stellt eine Momentaufnahme des TikTok-Trends um muslimische InfluencerInnen und Islam-Content auf der Plattform TikTok dar. Und in diesem Kontext habe ich die Influencer bzw. die Accounts, die relevant sind aufgrund ihrer Reichweite in drei Zeilen aufgelistet, von den meisten Followern zu den wenigsten Followern. Was diese Accounts alle gemeinsam haben, ist, dass es muslimische Influencerinnen sind. Ich möchte an keiner Stelle sagen und habe auch an keiner Stelle gesagt,
dass diese Accounts alle salafistisch sind. Und ich fände es geradezu absurd, diese Behauptung zu machen. Deswegen gehe ich da total mit Menschen mit, die sagen, das kann doch nicht sein und da ist auch irgendwas total unstimmig. Dass der Eindruck entsteht, dass Accounts, die auf dieser Tafel sind, beziehungsweise die in diesem Recherchekontext eine Rolle spielen, mit Ibrahim in einen Topf gehören, den kann ich letztendlich nicht ausmerzen und kann es nicht vollständig vermeiden, aber es wäre niemals mein Ziel. Absolut nicht. Einfach weil auch die Accounts heterogen sind. Und deswegen habe ich auch in meiner Reportage darauf hingewiesen, dass es Accounts gibt, die sich uneins sind. Und ja, ich finde es total wichtig, das nochmal aufzugreifen und da einfach nochmal auf den Unterschied hinzuweisen. Genau. Dann gibt es einen Kommentar von Lona. Tawhid hat null mit Salafismus zu tun, also nicht explizit mit Salafismus. Wenn du La ilaha illallah sagst, dann ist das Tawhid. Und das sagt ja wohl jede Strömung des Islams. Als Muslima weißt du das aber bestimmt. Ich bin total bei dir, wenn du sagst, Tawhid spielt de facto immer eine Rolle. Wenn ich das Glaubensbekenntnis sage, die Schahada, dann passiert Tawhid, weil ich sage, es gibt nur einen Gott, es gibt keinen Gott außer Gott. Und ich denke, darauf wolltest du auch hinaus. Tawhid als programmatisches Motiv wird von extremistischen Strömungen genutzt, wie zum Beispiel dem Salafismus. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass es strategisch von Wegbereitern verwendet wurde, wie zum Beispiel Ibn Abd al-Wahhab, der ein Wegbereiter für die Wahhabiyya war. Und in diesem Kontext ist es zu verstehen. Ich denke, dass wir da eben auch einer Meinung sind. Und vielen Dank für diesen Kommentar. S.U. schreibt, so eine unprofessionelle Reportage. Bei Minute 12:25 aus Doppelpunkt, Anführungszeichen, versucht, seine Freunde zu beeinflussen, Abführungszeichen. Kann man da nicht ein anderes Wort benutzen? Beeinflussen tut man seine Freunde nicht, sondern zu überzeugen, weil ihm seine Freunde wichtig sind. Und dann wurde später in dem Kommentar noch auf das Thema Handschlag eingegangen. Ich muss sagen, dass diese Reporterin ist schlecht und einfach ihre Argumente so lächerlich. Wenn man dir nicht die Hand gibt, heißt das nicht, dass du nichts wert bist. Aber wenn du das so empfindest, musst du dir mal einen Termin beim Psychologen besorgen. Bei Corona hat man ja auch auf einen Handschlag verzichtet, zum Schutz von anderen. Aber bei muslimischen Männern, die das praktizieren, sofort herablassend denken, eine ekelhafte Einstellung. Herablassend über andere Menschen zu denken, finde ich auch eine ekelhafte Einstellung. Und danke für diesen Kommentar. Ich gehe jetzt erstmal auf die erste Hälfte ein. Hadi hat mir erzählt, dass er den Kontakt zu seinen Freunden erst reduziert hat und dann wieder aufgebaut hat. Und dabei das Ziel hatte, ihm den Islam nahezubringen, so wie er ihn lebt und versteht. Und er hat in diesem Kontext gesagt, dass er mit seinen Freunden Dauer macht oder bei seinen Freunden Dauer macht. Also nicht im Sinne von, sie machen das zusammen wie die Street Dauer, sondern er macht Dauer, um seine Freunde zum Islam einzuladen. Er hat auch gesagt, welche Erfolge er dabei schon erzielt hat, dass seine Freunde jetzt das Gebet wahrnehmen. Und er hat zum Beispiel einen Freund gegrüßt und gesagt, möge Allah ihn recht leiten. Und hat auch gesagt, dass er bei manchen Freunden immer noch Dawah macht, um da weiterzukommen. Ich habe das verstanden als beeinflussen. Das war meine Beobachtung dieser Tatsache. Und es gibt nie ein Wort, um etwas zu beschreiben. Ich habe das als beeinflussend wahrgenommen und deswegen auch diese Bezeichnung gewählt im Film. Genau, noch zum Thema Handschlag. Das ist religiös motiviert. Ibrahim und Hadi haben mir das auch erklärt. Sie haben eindeutig ausgeschlossen, dass es um Corona geht, sondern religiös begründet ist. Es gibt Hadithe, die das überliefern, dass eine unverheiratete Frau, eine geschlechtsreife Frau, einen unverheirateten geschlechtsreifen Mann, die quasi nicht miteinander verwandt sind, nicht berühren sollte. Genau, bei unverheiratet oder verheiratet ist egal. Also
so geschlechtsreife Männer und Frauen sollten sich nicht berühren, wenn sie nicht verwandt sind. Und das ist eine Islamauslegung, die manche Muslime praktizieren und manche Muslime nicht praktizieren. Und ich finde es sehr wichtig zu sagen, das ist eine konservative Auslegung und keine extremistische Auslegung. Und wir haben in Deutschland Religionsfreiheit und deswegen darf man das. Deswegen bewerte ich das aber auch nicht. Ich finde es trotzdem wichtig, wenn mir das auffällt, das zu berichten, denn mein Job ist, zu beobachten und zu berichten als Reporterin. Letztendlich habe ich aber nicht gesagt, dass das ein Hinweis auf den Salafismus ist und das würde ich auch nicht unterschreiben. Sowas gibt es zum Beispiel auch in anderen Kreisen bei jüdischen Communities, orthodoxen jüdischen Communities. Und es gibt auch einfach andere Kulturkreise, in denen man sich anders grüßt, ohne Handschlag. Zum Beispiel die Hand aufs Herz legt und die Hände zusammenlegt. Und genau, das ist einfach wichtig, dass man das dazu weiß. Dann gibt es hier einen Kommentar von Mimi zu. Instrumente sind haram, aber TikTok ist okay oder wie? Diese Doppelmoral, den Fortschritt verteufeln und gleichzeitig alle Unannehmlichkeiten und Möglichkeiten des technischen Fortschritts für sich nutzen. Also der technische Fortschritt spielt hier eigentlich keine Rolle und abgesehen davon gibt es sehr viele Muslime, egal ob konservativ oder liberal, die sich für technischen Fortschritt einsetzen als Ingenieure, als Wissenschaftler und das auch schon immer in der Geschichte getan haben. Es geht hier um die Art und Weise, wie man mit TikTok umgeht. So hat es mir Ibrahim erklärt und auch Hadi bestätigt, dass man TikTok halal nutzen kann, indem man nicht halalen Content nicht konsumiert und die App für die Dawa, also die Einladung zum Islam nutzt. So haben sie es mir erklärt. Mir ist auch aufgefallen, dass es da eine unterschiedliche Argumentation beim Thema Musik gibt und beim Thema TikTok. Das ist jetzt die Erklärung, die sie mir gegeben haben. Das hat jetzt nichts mit meiner Meinung zu tun. Dann gibt es noch einen Kommentar zum Thema Plattform und da sind sehr, sehr viele ähnliche Kommentare auch aufgetreten. Es ging um die Frage, warum solchen Leuten eine Plattform geben? Darf man das? Hier schreibt Kate.gorisch, das Beste wäre einfach, solchen Personen keine Plattform zu bieten. Sehe ich genauso. Und habe ich auch nicht gemacht. Wir haben uns in der Redaktion ausführlich darüber unterhalten. Wir haben wirklich intensiv darüber nachgedacht, wann man jemandem wie Ibrahim al-Azazi eine Plattform gibt. Und in einer journalistischen Auseinandersetzung ist es nicht der Fall. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, mich mit ihm zu treffen und ihm direkt Fragen zu stellen, denn es gehört genau zu dieser journalistischen Auseinandersetzung, dass man eine Konfrontation hat und auch die Aussagen, die Ibrahim macht, einordnet. Und es ist mir wichtig, dass es diese Möglichkeit gibt, sich so intensiv diesem Thema zu widmen und nicht einfach seine Videos einzublenden, denn direkte Auseinandersetzung ist immer besser, als nur über jemanden zu sprechen. Gerade wenn man auch dann den Raum hat, sich dazu noch weiter zu informieren, zu recherchieren und all das abzubilden, was hinter diesen Aussagen steckt. Deswegen gibt es hier keine Plattform. Und ich glaube, dass ein ausgiebiger journalistischer Beitrag das richtige Mittel ist, um dieses Phänomen zu behandeln. Und das Phänomen zu behandeln ist sehr, sehr wichtig. Deswegen habe ich diesen Film gemacht. Das war's an den Kommentaren, die ich aufgegriffen habe. Es gibt sehr viele Kommentare, bei denen ich keine Zeit hatte, darauf einzugehen. Ich habe Kommentare beantwortet, so gut ich konnte, immer ausführlich. Das war mir wichtig. Und ich bedanke mich auch bei allen, die jetzt Kommentare geschrieben haben und noch keine Antwort bekommen haben. Vielleicht konnte das Q&A da ein bisschen helfen. Und ich freue mich sehr, wenn ihr die Diskussion noch weiter aufrechterhaltet, weiter debattiert, eure Meinung austauscht. Für mich sind es total viele interessante Perspektiven. Auch wenn es Perspektiven sind, die ich jetzt nicht teile, finde ich es sehr, sehr wichtig, dass dieser Raum geöffnet ist. Und ich finde, das ist dann auch immer eine Möglichkeit der Annäherung. Deswegen vielen, vielen Dank. Danke, dass wir darüber sprechen konnten. Und noch viel Spaß mit dem Video.